Ja, liebe Indians-Fans, herzlich willkommen bei Indians TV im Internet. Ja, wir sind in der Rückrunde der Eishockey-Bayernliga und es schaut richtig gut aus für uns hier GFRO Indians. Nach ja, den ersten Spieltagen in der Rückrunde Platz 4 aktuell für unsere Mannschaft. Und ja, wenn es so weitergeht, dann würde ich sagen, können wir uns zum ersten Mal auf die Aufstiegsrunde freuen. Das war natürlich ganz, ganz toll nach ein paar Jahren, wo wir unter dem Strich waren. Und einer, der mit seinen Toren und seinem Einsatz dafür gesorgt hat, der steht hier neben mir, Markus Kerber, erste Reihe Stürmer. Markus, ich würde dich gleich mal fragen nach deinem Fazit ja, zum Start in die Eishockey-Bayernliga, in die Rückrunde. Wie ist so deine Meinung, wie schaut's aus im Kampf um Platz 8 für unsere GFRO Indians? Also momentan, wenn wir so weiterspielen wie in der Vorrunde, also denke ich, dass wir unter die ersten vier kommen. Und nach wie vor, die Stimmung im Team ist nach wie vor super. Und da kämpft jeder für einen anderen und ich gehe davon aus, dass wir unter die ersten fünf kommen. Markus ist natürlich schon eine Weile in Memmingen, ist schon eine Weile dabei bei den Indians. Was ist anders dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren? Das ist wirklich eine gute Frage. Da hat es von Anfang an einfach gestimmt. Wir sind am Anfang zum Weggangen und da ist das komplette Team auch mitgegangen und es hat einfach gestimmt von Anfang an. Auch wenn es am Anfang nicht so gut gelaufen ist, mein Gott, es passiert. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir es können und dass wir als Team auftreten und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Spielen auch so sein wird. Ja, ein paar Punkte brauchen wir noch im Kampf um Platz 8. Jetzt geht's in die Rückrunde. Ein paar Spiele liegen noch vor uns, ein paar richtig enge Spiele auch. Zunächst am Freitag gegen die Löwen aus Waldkraiburg dann. Das ist ein unmittelbarer Konkurrent um Platz 8. Wie geht ihr jetzt in diese Spiele gegen ja, diese Big-Point-Spiele? Ja gut, wir werden jede Woche weiter trainieren, wie sonst auch. Und uns von Spiel zu Spiel neu konzentrieren auf jedes Spiel. Und wir kämpfen für die Fans, für die Zuschauer und für uns selber. Noch ein Wort zu dir ganz persönlich. Du spielst erste Reihe, spielst jetzt mit dem Brandon zusammen, der hier in Memmingen eingeschlagen hat wie eine Bombe. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es, neben so einem Mann zu spielen? Ja gut, ich brauche ihm nur die Scheibe zuschieben und Arme heben. Mehr brauche ich nicht machen. Und er ist auch so vom Typ her ein super Kerl. Und mir macht es richtig Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Also auch so neben dem Eis haben wir viel Kontakt und es läuft richtig super, ja. Ja, dann kann ich nur sagen, Daumen drücken weiterhin am Hühnerberg. Die Zuschauerzahlen sind jetzt vierstellig mittlerweile und das hat sich diese Truppe, das haben sich diese Jungs auch verdient. Wir gehen ja in den Endspurt im Dezember und dann in den Januar in den Endspurt um die ersten 8 Plätze und es schaut so gut aus wie seit langem nicht mehr. Jungs, weiter so machen und dann ja, freuen wir uns auf eine Aufstiegsrunde mit den GFRO Indians in diesem Jahr. Danke, Markus Kerber.